Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute mal mit einer etwas anderen Variante von meiner Behelfsmaske hier. Es wird ja immer schwieriger, die passenden Futterstoffe für diese Masken hier zu bekommen. Und demzufolge habe ich ein ganz kleines bisschen rumgetüftelt und finde die Taschenvariante hier ziemlich praktisch. So können wir auch Futterstoffe und Futterpapiere oder ja Filterpapiere, die man nicht so heiß waschen kann, super gut verwenden und die natürlich dann auch ja ziemlich schnell wieder erneuern. Gleich nochmal zum Anfang die wichtige Information: Es ist nur eine Behelfsmaske, es ist keine medizinische Maske und diese Masken hier sollen auch nur ein wenig unterstützen zu den ganzen anderen wichtigen Hygienemaßnahmen. Dieses einfach nur noch mal vorab. Am allerwichtigsten ist es, sich an die grundsätzlichen Hygienemaßnahmen zu halten und dann kann man als kleines zusätzliches unterstützendes Hilfsmittel solche Masken dann natürlich einsetzen. Ich möchte mir jetzt noch so eine Maske nähen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran, ich zeige euch das. Dafür habe ich mir mal wieder eine Schablone vorbereitet mit den Maßen von 25 x 22 cm. Ich möchte mir den Stoff aber hier oben im Bruch legen und demzufolge hat die komplette Stoffbahn dann die Maße von 44 x 25 cm. Das Ganze werde ich mir jetzt erstmal so weit vorbereiten, dass ich so viele Bahnen wie möglich aus diesem Stoff hier rausbekomme und das Ganze, wenn es geht, auch nur mit ja, einem Zuschnitt. So habe ich mir mit einem ganz klein bisschen mehr zeitlichen Aufwand hier gleich mal 4 Lagen Stoff zugeschnitten. Ganz wichtig, der Bruch, ja, der sollte oben liegen. Oben ist der Nasenbereich und darum ist darauf zu achten, dass wenn ihr jetzt ein schönes Muster habt, das eine vorgegebene Richtung hat, den Bruch an die obere Kante anzulegen. Jetzt werde ich mir meine Stoffe hier mal noch schön übereinander legen und einmal kräftig bügeln. Wenn ich soweit dann alle Teile vorbereitet habe, werde ich mir jetzt die kurzen Kanten erst einmal schön versäubern. Meine Stoffkante habe ich mir jetzt erstmal so mit der Overlock sauber vernäht und ich schlage mir das Ganze jetzt hier mit einer 1 cm ja, breiten Kante um, stecke mir alles wieder fest. Meine Nadel habe ich mir auf die äußerste linke Position gesetzt. Ich brauche jetzt nur noch hier an meiner Kante mit dem Nähfuß entlang gehen und kann mir so meinen Saum umnähen. Den Anfang und das Ende natürlich wieder richtig schön verriegeln und auf der anderen Seite noch einmal. Die ganzen überstehenden Fäden hier kann man sich abschneiden. Wir haben ja das Ganze verriegelt und die Kanten werden ja dann auch noch einmal vernäht. Jetzt schlage ich mir die umgenähten Seiten beide rechts auf rechts schön ordentlich aufeinander, stecke mir das Ganze fest, füge mir hier die Mitte noch mal ein ganz kleines bisschen an, so dass der Stoff dann auch wirklich gut aufeinander liegt und werde mir jetzt hier mit der Overlock die Kante versäubern und vernähen. Ihr könnt aber auch mit einem ganz normalen Geradstich euch diese Kante hier sehr gut vernähen und hier in den Innenbereich werde ich noch mal eine 5 cm breite Naht reinnähen, so dass wir hier uns dann nachher eine schöne Ecke ausarbeiten können. Das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch. Also hier wieder 5 cm. Die Seiten schließen. Die Kanten sind nun schön vernäht und auch hier oben ist es noch mal extra verriegelt. Können wir uns das Ganze schon mal auf links drehen, hier oben die Ecken schön ausarbeiten und diese Ecke hier, die werde ich mir ein Stückchen zurückschneiden. Und auf dieser Seite hier auch. Mal aufpassen, dass ihr da ja nicht in die zusätzlich gesetzte Naht reinschneidet. Schön die Ecken ausarbeiten. Ich versuche da mal so ein bisschen mit meiner Nadel der ja, breiten Seite hier das Ganze noch von innen rauszuschieben und dann wirklich ganz sanft hier noch die letzten ja, Stoffreste
so rauszuholen. Ich hoffe, so kann man das besser sehen, dass die Ecke richtig schön gerade ist. Jetzt alles wieder schön ordentlich bügeln. Jetzt kann es auch schon ans Falten bügeln gehen. Dafür lege ich mir die eine gerade Kante hier auf die andere gerade Kante. So arbeite ich mir jetzt eine schöne Mittellinie hier aus. Schlage ich mir das wieder auf und lege mir diese gerade Kante an meine Mittellinie an. Und diese Kante dann auch an die Mittellinie. Und jetzt falte ich mir diese Kante auf die letzte und habe somit erstmal alles zusammengelegt. In der Zwischenzeit, wo unser Stückchen hier ein bisschen abkühlen kann, habe ich mir schon mal den Draht soweit vorbereitet. Ich habe eine Länge von 16 cm abgeschnitten. Ja, jetzt geht's, jetzt können wir den Stoff schon anfassen. Jetzt müssen wir uns mal schauen, wo oben und wo unten ist. Unten ist da, wo die Öffnung von der Tasche ist. Also kommt hier oben unser Draht rauf. Dafür schlage ich mir diese Kante einfach so um. Auch wieder 1 cm und stecke mir das erstmal so fest. Darauf zu achten, dass der Draht schön oben an der Stoffkante liegt. Jetzt schlage ich mir das Ganze einmal um. Wir haben jetzt hier die Bergfalten. Da verfahre ich wieder gleich. Ich werde genau die Breite von diesen kleinen Klammerchen hier nehmen und die schön an die obere Kante hier anstecken. Darauf achten, dass er hier auch schön gerade bleibt. Und jetzt drücke ich mir den Stoff so runter und schiebe meine Klammern unter den anderen Stoff auch noch und stecke mir das Ganze zusammen fest. Also so sieht es ja vorher aus. Einfach die beiden Stofflagen jetzt zusammennehmen, Klammer versetzen, fertig. Schon wieder alles schön vernähen, einmal oben schön knappkantig das Ganze absteppen und natürlich die Seiten auch. Hier oben ist der Draht, jetzt drehen wir uns das Ganze noch einmal um und schlagen uns unsere beiden Seiten noch mal 1 cm weit ein. Und auch diese umgeschlagene Kante hier wird jetzt noch mal mit einem ganz normalen Geradstich ziemlich knappkantig vernäht, so dass wir hier dann noch genügend Luft und Spielraum für unser Gummiband, Schrägband, Satangband zur Verfügung haben. Somit ist unsere Maske auch schon fast fertig. Jetzt befestigen wir uns noch das Gummiband. Werde ich mir hier erstmal, wenn hier oben ist, also hier oben unser Draht ist, dann fange ich hier unten an der Kante an, schiebe mir meine Nadel einfach so hier durch. Manchmal muss man da ein bisschen schauen, dass durch die Falten nicht ganz so leicht ist, da durchzukommen. Eine Schlaufe oben lang und auf der anderen Seite wieder zurück. Ja, manchmal geht es auch besser, wenn man gleich mit der stumpfen Seite da durchgeht.
Jetzt können wir uns unsere Maske hinten am Hinterkopf oder hinten am Hals ganz einfach mit einer Schleife schließen. Jetzt fehlt uns ja für den Innenbereich noch unsere Einlage. Die hier hat die Maße von 9 mal 14 cm. Die wird jetzt einfach so, wie sie ist, hier in unseren Innenbereich eingeschoben. Da schaue ich immer, dass so ein bisschen so die Ecke erstmal auf einer Seite und die andere Ecke auf die andere Seite platziert wird. Dann rutscht der Rest schon von ganz alleine da rein. Das soll es auch schon gewesen sein. Recht schnell und einfach gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs lange Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.